kann ich leider nicht die Qualität garantieren von diesem Teil und kann auch nicht sehen, ob es ein Plagiat ist. Von daher lehnen wir solche Kunden leider kategorisch ab. Es werden keine mitgebrachten Ersatzteile von uns montiert. Okay. Kunden, die kommen und haben Ersatzteile, die wir identifizieren können. Also das heißt ein Kaufbeleg und ich kann erkennen, dass das ATE-Bremsteil auch wirklich von ATE ist. Und dann baue ich so ein Ding auch ausnahmsweise mal ein, wenn es kein sicherheitsrelevantes Teil ist. Also Bremse, sage ich, lassen wir so eben noch gefallen, ist ja sicherheitsrelevant. Aber so ein Zahnriemen zum Beispiel oder Wasserpumpen oder dann anschließend Folgeschäden hinterhängen, so bauen wir grundsätzlich angeliefert gar nicht ein. Schwierig, weil ich muss dem Kunden dann erklären, dass ich das nicht tue, weil es für mich einmal zu gefährlich ist, weil ich die Verantwortung für das Teil habe, er sich der Tragweite der Reparatur nicht bewusst ist. Und deswegen muss er dann entweder selber einbauen oder sich eine andere Werkstatt suchen. Wir haben eine ganz klare Linie. Wir bauen grundsätzlich keine mitgebrachten Ersatzteile ein. Nein, machen wir nicht. Wir müssen eine Garantie für die Arbeit zum einen übernehmen. Zum anderen weiß ich nicht, von welchem LKW das Teil gerade runtergefallen ist, auf gut Deutsch. Ja, können Sie ja mitbringen, die Teile, aber die können Sie auch gar nicht nehmen dann. Also, okay, ja. Die nehme ich nicht an, die Aufträge. Die nehme ich grundsätzlich nicht an, weil ich ja zum einen weiß ich nicht, wo es herkommt und zum anderen müsste ich ja dann meinen Verrechnungssatz um mindestens 30-40% erhöhen. Dankeschön, dann erklären wir dem Kunden erstmal, was es für Nachteile hat, das Teil aus dem Internet zu beziehen und dass wir es dann einbauen müssen. Wir müssen ja eine Gewährleistung geben, das erklären wir dem Kunden. Man kann zwar die Gewährleistung ausschließen, aber das hat natürlich mit vielen Sachen verbunden, wenn der Kunde dann trotzdem klagen will, hat man Ärger mit dem Kunden. Negative Schlagzeilen ist natürlich nicht so schön. Deswegen sagen wir von vornherein, wir machen das nicht.